ein bisschen schauen. Hier ist die Höhle mit dem Drachen. Aber sonst ist irgendwie hier nicht so viel los. War auch schon mal mehr. Am Morgen ist hier meistens so 5 Kisten liegen hier herum. Ich glaube, diesmal ist gar nichts da. Mensch. Ich bin gerne Schatzsucher. Aber nicht wegen der Belohnung, sondern weil es mir Spaß macht. Es gibt so in dieser Region, weiß nicht, ob es bei anderen Regionen auch gibt, so, das nennt sich Geocaching. Das ist ja so ein Hobby, wo man Sachen suchen muss, wo andere verstecken. Und ja, ist richtig spannend. Wir haben hier sehr viel Wald, sehr gute Verstecke und so. Macht richtig Spaß. Müsst ihr es eigentlich nur anmelden, dann bekommt ihr auf mit einer App oder so, bekommt ihr die Koordinaten, also die Region, Koordinaten. Die gebt ihr dann in ein Koordinaten Messgerät ein und dann müsst ihr in dieser Region, wo dann vorgezeigt wird, nach diesem Gegenstand suchen und dann mitteilen, ihr habt es gefunden und das war drin und so. Ist noch ein richtig gutes Ding, also so kann man sehr gut Kollegen finden, wenn sie dann mal mitkommen oder wenn du ihr das versteckt und so. Ist richtig genial. Ein richtig geniales Hobby. Oh, geht's hier runter und das Wasser ist so genial. Das sieht mal geil aus. Nice. Wow, ich habe mal viele FPS. 22. Was ist denn los plötzlich? Jetzt sogar 21. Irgendwas stimmt gerade nicht mit Preps oder so. Oh, die RAM ist überschlagen. Aber das kann nicht sein, sonst ist der Lüfter nicht so ruhig. Ah, liegt wahrscheinlich an Fraps. Aber irgendwie merke ich das nicht, oder? Es ruckelt nicht, es ist nicht langsamer. Komisch. Jetzt ist sogar 18. Es geht immer weiter runter. Muss ich mal Pause machen und kurz schauen, was los ist. Wir gehen mal nach Monsogni und dann mache ich mal kurz eine kleine Pause oder... Ja, ich habe irgendwie für heute viel zum Aufnehmen. Wahrscheinlich den morgen wieder. Und ich level bis dann oder suche Sachen und ja. Wir schauen, dass ich genug Quests bis dann habe. Ja. Farmen ist ein bisschen langweilig mit euch, also ja, zum Let's Playen ist Farmen einfach langweilig. Hier gibt es noch ein paar Quests. Gut. So. Hier oben. Hier unten. Du siehst aus wie ein Alien. Also. Gokstadt, Gokstadt.
Hauptstadt. Okay, nach Hauptstadt werde ich wahrscheinlich gehen. Sonst fahre ich einfach mal hier unten. Schön und ja. Wir sehen uns dann, wenn ich mal wieder ein paar Quests. Ja. Eigentlich haben wir genug Quests. Ich könnte bald wieder. Ja, schauen wir mal. Ich werde regelmäßig hochladen. Wahrscheinlich immer ein Video das und ein Video das und einmal Video über Regnum. Damit es nicht immer so gelistet ist und ihr nicht immer so lange warten müsst, bis wieder kommen. Okay. Bis dann. Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen und mach's gut. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, eigentlich wollte ich mit euch heute mal ein bisschen in die Warzone, aber es sieht nicht sehr gut aus. Für uns zwei rote Festungen. Ja, ich nehme leider Ding, also machen wir halt nochmals Quests. Hier sind die Stats und ein neuer Bogen habe ich, den Kampfbogen, Kampflangbogen. Den habe ich als Hauptstadt, kann man da kaufen. Mit 58 bis 74 Damage. Sonst ist alles gut, normal. Hier habe ich noch einen neuen Ring, Ring des tödlichen Blicks, Aufschlittschadenbonus. Plus 15 und plus 25. So. Geskillt habe ich jetzt eigentlich nur Ausweichen. Aber neue, keine neuen Skills. Aber das kommt vielleicht im nächsten Level ab. Wir müssen hier ein paar Quests in Gokstadt abgeben. Und ja. Dann hoffentlich bald ein Level up. Hab heute Morgen ein bisschen gespielt und gequestet. Hab nicht lange. Weil ich habe eine gute Gilde in Path of Exile, wo ich sehr gerne zusammen bin. Und ja. Was auch so richtig süchtig macht. Aber ich werde das nicht vergessen und immer wieder schön weiter Let's Play natürlich. Aber vielleicht kommen jetzt bald mehr Path of Exile Videos. Vom Let's Play leider nicht, das kommt nicht so gut Ding an. Aber einfach mal ein paar Gameplay Videos, war ein bisschen auf Englisch, also englische Beschreibung und ich rede nichts. Und ja. Ah, der hat eine neue Quest. Dann schauen wir mal. Gehen Richtung Helluland. Oh. Boah, nicht mal wenden kann man richtig. Also, die Goblins sind noch zu stark, so wie die wilden Duckgefängs. Wir gehen jetzt einfach mal nach Hauptstadt. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Und die, ja, sind die Wölfe. Ich weiß nicht, wieso es diese zwei hier einfach aufkreuzen. Da muss ich ja mal wirklich nichts machen. Das ist irgendwie extrem klein, habe ich das Gefühl. Okay, sind alle so klein, aber... ist jetzt mir gerade aufgefallen. Ja, das meiste von den Bergen ist gar nicht betretbar. Hier, da oben ist eigentlich alles nicht betretbar. Ich habe mal Icken gespielt, aber das war 2006 oder so. Und mir ist eigentlich schnell aufgefallen, dass es einfach nur Wüste und Hochland ist. Nichts anderes. Und hier hat es wenigstens verschiedene Wälder und nicht überall ist Schnee. Ja. Ja.
Also, wir müssen nach, wie ist das jetzt wieder? Helluland, genau. Mal schauen, was wir müssen dort machen. Wir müssen Ork-Morateur töten. Einen wahrscheinlich oder ein bisschen mehr. Die droppen nicht immer die Items. Das sind Ork-Krieger. Gehen wir ein bisschen hier hoch. Weihnachtsbäume habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Doch einen habe ich gefunden am Strand. Da unten. Aber da oben war keiner. Ich dachte, hier kommt immer einer. Jetzt mal nicht. Wir schauen nochmal richtig. Vielleicht ist da auch ein bisschen abseits. Das wäre gut. Weil die Belohnungen sind nicht ohne. Vor allem Geld kann man gut verdienen. Gleich ein bisschen weiter oben. Also ich denke, wir gehen trotzdem mal versuchen, auch wenn wir tausendmal sterben. Wir gehen jetzt einfach mal in die Warzone. Durch. Ja, hier ist nichts. Können wir es vergessen. Also einen Monat habe ich mir sicher hier irgendwo. Na,